orthopädische Nussknacker. Wir kommen zum Teil 11. Da geht es um die offenen Gräber am Ende der Zeit. Wir sprechen also von der Rückkehr Israels, der Juden in ihr Land. Wir wollen wieder etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Also Israel wird aus den Gräbern herausgeholt. Das ist eine Verheißung Gottes. Am Ende der Zeit, in den letzten Tagen, werden die Juden wieder in ihr Land zurückkehren. Und wir leben in dieser Zeit. Es ist also gut, wenn wir biblisch denken und eine geschärfte Logik haben, damit wir das alles richtig beobachten und auch einordnen. Wir lesen in Hesekiel 37, 12 bis 13, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr werdet wissen, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Das geschieht am Ende der Zeit. Gott wird die Gräber öffnen, aber hier geht es also nicht um eine Totenauferstehung, nicht, dass wir das hier falsch verstehen, sondern es geht darum, dass Israel aus allen Ländern zurückkehrt. Mittlerweile sind sie ja schon aus über 130 Ländern zurückgekommen. Hesekiel 37, 21 erklärt uns das. Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind. Und ich werde sie von überall her sammeln und sie in ihr Land bringen. Die Gräber sind also die Nationen. Und wir wollen das dann auch etwas beobachten, etwas analysieren. Was bedeutet das, dass die Nationen als Gräber bezeichnet werden? Das ist nämlich alles andere als schön, als angenehm. Ja, und diese Prophezeiung, die steht ja in Hesekiel 37. Und das wird auch illustriert dargestellt hier auf dieser großen und schönen Menorah, die vor dem Parlamentsgebäude, vor der Knesset in Israel steht. Diese Menorah, die wurde von England gestiftet und von einem jüdischen Künstler, diesem Benno Elkan, der in Dortmund geboren war, in Deutschland, wurde die hergestellt. Er hat lange daran gearbeitet, nämlich von den Jahren 1947, 1949 bis 1956. Mit insgesamt 29 wirklich schönen Illustrationen. Die Hälfte davon sind Illustrationen aus der Bibel, die anderen aus der Geschichte Israels. Und interessanterweise hat dieser Benno Elkan zweimal in Hebräisch in dieser Arbeit, in dieser Reliefarbeit, Zacharja 4, 6 dargestellt. Das heißt ja, Lovech Heil ve Lovech Hoach ki im Beruchi Amar Adonai Zebaot oder Zwaot. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Ganz interessant. Und das wird auch geschehen. Gott steht hinter, auch hinter der modernen Geschichte Israels. Und Hesekiel prophezeit ja, dass dieses große Knochenfeld, über dem Hesekiel prophezeien sollte, dass diese ganzen Knochen sich wieder sammeln zu Skeletten, dann mit Haut und mit Sehnen überzogen werden und dann ein großes Heer aufstehen würde. Und das in verschiedenen Etappen. Sehr viele und sehr verdorrte Knochen. Das Haus Israel war ja lange Zeit wüst und verlassen, 2000 Jahre. Und dann kommt Geräusch, dann entsteht ein Geräusch, Bewegung. Und diese Verbindungen werden hergestellt, Adern, Fleisch, Sehnen und Haut. Ein großes Heer steht auf und zum Schluss, als letzte Etappe, gießt Gott seinen Geist über diese Personen, über diesen großen Wunder, also zuletzt Gottes Eingreifen, die geistliche Wiederherstellung Israels. Wir können sagen, alles begann mehr oder weniger an diesem ersten großen zionistischen Weltkongress, 29. bis 31. August in Basel in der Schweiz. Ein Mann wurde da berühmt, nämlich Theodor Herzl.
der ja mit bürgerlichem Namen Benjamin Zeev Tsivada hieß. Und er schrieb dann ja, wenn ich das, was ich damals erlebt habe, auf dem ersten zionistischen Kongress in Basel zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, ich habe dort den Judenstaat gegründet. Hier auf unserer Illustration gelb unterstrichen. Und er sagt, wenn ich das jetzt, gerade jetzt, also 1897, öffentlich sagen würde, dann würde mir ein universelles Gelächter entgegenkommen. Aber in 5 Jahren, spätestens in 50 Jahren, wird es jeder einsehen, dass also damals der Judenstaat gegründet wurde. Das ist interessant, das war 1897. Im Jahr 1947 gab es den UNO-Teilungsplan und kurz danach die Staatsgründung Israels nach 50 Jahren. Er sagte ja, in 5 Jahren, spätestens in 50 Jahren. Er selber hat es nicht mehr erlebt, aber das war auch eine interessante Vorhersage. Also Israel würde vom Tod zum Leben hindurchdringen, was Nation angeht, was Land angeht. Und das ist wirklich ein Phänomen in der Völkerwelt, dass eine Gruppe nach so vielen Jahren, nach so vielen Generationen ihre Identität bewahrt hat und wieder ins Land der Väter, der Patriarchen zurückkehrt. Und sie hatten ja Schreckliches durchgemacht. Denken wir nur an Hesekiel 37,11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Knochen sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt. Und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind total ausgelöscht. Wir sind exterminiert. Und Auschwitz war ja nicht nur ein Konzentrationslager, wie viele andere, sondern eine Todesfabrik. Da ging es um die Ausrottung von Menschen, fast schon industriell organisiert. Es war ja schrecklich. Dieser Schrei, unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind total ausgelöscht. Und wer hätte geglaubt, dass dann kurz danach der Staat Israel gegründet werden würde? Wir wissen ja um die Pogrome, wir würden das heute als den östlichen Teil Europas bezeichnen, in den ehemaligen Ostblockländern, viele Verfolgungen. Und das war eigentlich auch die Triebfeder, dass dann die ersten Juden ins Land Israel zurückgingen. Das war der Beginn des modernen Exodus. Da begannen rote Lämpchen am prophetischen Armaturenbrett Gottes zu blinken. Da begann die moderne Geschichte. Und es ist interessant, dass zu dieser Zeit, als das alles begann, ein Mann gelebt hat, der Naftali Herz Imber. Er lebte von 1856 bis 1919. Er wurde geboren in diesem Großreich von Österreich und Ungarn, also der heutigen Ukraine. Und dieser Naftali Herz Imber, der hat um das Jahr 1878, 1882 ein Gedicht gemacht mit einigen Versen, das später berühmt wurde, weil der erste Vers wurde leicht umgeformt zur israelischen Nationalhymne. Und die heißt ja Hatikwa, die Hoffnung. Und Naftali Herz Imber formulierte das so: Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin vorwärts ein Auge nach Zion blickt, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt zu sein, ein freies Volk in unserem Land, im Land Zion und in Jerusalem. Ich meine, davon gibt es ja auch eine deutsche Version von Bertha Schmidt-Eller unter dem Titel Zünde an dein Feuer, die israelische Nationalhymne auf christlich gemacht. Und dieser Naftali Herz Imber, der war damals eben in diesen ersten israelischen Kibbutzim oder in den ersten Stellen, wo sich Juden gesammelt haben. Das war Rishon, Lezion, dann Zichron Jakob, Rosh Pina und Petach Tikwa. Da begann die moderne Geschichte Israels. Und da war auch dieser Naftali Herz Imber dabei. Aber es ist eigentlich traurig, dass er 1919 mit 53 Jahren gestorben ist. Mit 53 Jahren.
Und zwar wegen einer kaputten Leber, weil er so viel getrunken hat, bis er sich kaputt getrunken hatte. Und das ist eigentlich sehr traurig, diese persönliche Tragik von einem Mann, der von dieser Hatikva gesprochen hat, von dieser Hoffnung, aber es scheint, dass er persönlich keine Hoffnung hatte. Und das ist ja oft auch dieser Zwiespalt, in dem wir Menschen drinstecken, dass wir nicht nur von etwas reden, sondern das auch leben. Und das ist eigentlich wunderbar, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Herrn haben. Da ist es ganz anders. Ja, ich denke auch an meinen Freund, mittlerweile schon gestorben, Simcha Melon. Das war ein Jude, aus Polen geflüchtet, und zwar nach Brasilien, in die Stadt Porto Alegre. Wir waren Freunde. Er hat mir immer wieder geholfen, auch mit Möbeln. Er hatte ein Möbelgeschäft. Und wir haben ja damals auf dem Missionsfeld mit nichts geheiratet. Und er hat immer gesagt, Reinhold, bezahlst, wenn du kannst. Und dieser Simcha Melon zeigt hier ein Schild mit 32 Namen von seiner totalen ganzen Verwandtschaft, die von den Nazis ausgelöscht wurde. Er war der Einzige mit dem Namen Melon, wie er sich erinnern konnte, der überlebt hat. Das sind Geschichten. Aber er hatte dann 3 Söhne. Und 2 sind nach Israel ausgewandert. Die moderne Geschichte Israels. Nämlich Gott sagte ja, siehe, ich bringe sie herbei und sammle sie von den Enden der Erde. Jeremia 31,8. Und wir sehen hier diese jüdische Einwanderung nach Israel seit 1848. Wirklich von den 4 Enden der Erde. Das sagt ja auch die Bibel. Der Jesus hat es versprochen, Lukas 21,24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und sie werden gefangen, weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis dass der Heidenzeit erfüllt sein wird. Wir wiederholen diese wunderbare Verheißung. Auf der einen Seite schlimme Gerichtsworte, die sich ja im Jahr 70 nach Christus erfüllt haben, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, fast 2 Millionen Juden wurden damals massakriert. Aber all das würde nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt gehen, bis dass der Heidenzeit erfüllt sein wird. Und dann würden die Juden zurückkehren. Ja, sie werden aus ihren Gräbern herauskommen. Die Nationen werden Gräber genannt. Und das ist ohne Zweifel eine harte Nuss, die wir jetzt knacken müssen. Ein sehr unangenehmes Thema, wenn die Nationen als Gräber bezeichnet werden. Was heißt das? Jesus sagt ja, so wie es in den Tagen Lots war, damals in Sodom, so wird es sein, wenn der Sohn des Menschen erscheint. Oder so wie es in den Tagen Lots herging in Sodom, genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Das hört sich gar nicht gut an. Plötzlich gibt es eine Verbindung unserer modernen Zeit mit Sodom und Gomorra. Und die Frage ist ja auch, was sehen wir, wenn wir heute in die Welt hineinschauen und in unsere Bibel? Wir können da 12 spezielle Zeichen der Endzeit erwähnen. Wir sehen die Vorbereitungen für die totale Kontrolle, Überwachung und Kontrolle. Wir sehen auch, wie der menschliche Körper verändert wird, Eingriffe. Zum Beispiel Körperkunst und das Zeichen des Tieres mit Tattoos, mit Implants, mit Veränderungen, mit Schönheitsoperationen. All das könnte eine Vorbereitung sein für das Anbringen des Malzeichen des Tieres. Wir sehen auch Europa als eine gewisse Fortsetzung des alten römischen Reiches. Wir sehen auch Israel und Jerusalem. Ein ganz akutes, aktuelles Thema. Fast jeden Tag liest man irgendetwas von Israel und von Jerusalem in der Tagespresse oder in den Medien. Wir sehen auch Massenvernichtungswaffen. Die Bibel sagt ja, wenn Gott die Tage nicht verkürzen würde, würde niemand überleben in diesem apokalyptischen Endzeitskrieg. Und erst in unserer heutigen modernen Zeit hat der Mensch so viel Macht in seiner Hand, um wirklich alles Leben auf diesem Globus auszulöschen, mit Atomwaffen, mit biologischen Waffen, mit Explosivwaffen, chemischen Waffen. Wir denken auch an die globale Kommunikation und den globalen Transport. Das sah man auch bei dem Coronavirus. Innerhalb von 48 Stunden kommt man von irgendwo an irgendeinen anderen Ort dieser Welt.
mit Flugzeug. Das ist auf der einen Seite sehr gut und auf der anderen Seite auch gefährlich. Wir sehen auch die ganze globale Kommunikation, egal wo was heute passiert, abends hören wir das dann uns an, die Nachrichten, und wissen, was in der Welt geschieht. Gewaltig. Wir sehen auch das Wachstum der Menschheit, das erst in den letzten Jahrhunderten wie eine Rakete nach oben schießt, und bald durchbrechen wir die Mauer der 8 Milliarden Menschen. Und das ist apokalyptisch, denn die Bibel sagt ja, dass in diesen zwei apokalyptischen Kriegen 4 Milliarden Menschen sterben werden, die Hälfte der Menschheit. Oder Johannes sieht ein Heer aus Asien vom Aufgang der Sonne, und das sind immerhin 200 Millionen Soldaten. Sowas war früher unmöglich, auch zur Zeit Johannes gab es nicht mal 200 Millionen Menschen auf der Erde. Die Bibel spricht von Schrecknissen, von Phobetrons. Das heißt also Dinge, Geschehnisse, die Angst und Terror verbreiten. Denken wir an Terroranschläge und an vieles andere, was uns heute Angst bereitet. Aber wenn es dann mal richtig apokalyptisch wird, wird es alles noch viel schlimmer. Wir sehen auch, dass sich die Menschen von der Wahrheit zu den Fabeln wenden. Wenn wir an die ganze Unterhaltung denken, an Spielfilme, ist ja alles nur gespielt. Die Leute sterben ja nicht wirklich in Actionfilmen. Und denken wir auch an die Evolutionstheorie. Das ist ja eine pseudowissenschaftliche Fabel, dass man denkt, alles wäre von toter Materie hervorgegangen durch unpersönliche Kräfte. Das braucht garantiert mehr Glauben, als wenn jemand an diese allmächtige, überzeitliche Intelligenz denkt, an diesen Gott der Bibel. Wir denken auch an das Zeichen Sodoms. Die Bibel sagt ja, wie es war zur Zeit Lot, so wird es sein in den Tagen des Kommens des Menschensohnes. Diese Ehe für alle, das ist das Zeichen Sodoms. Oder wir denken auch an die gefährlichsten Orte der Welt, und wir sehen, wie pervers unsere Welt heute geworden ist. Das ist nämlich der Mutterbauch, da wo die Babys herkommen, ein ganz geschützter Platz, eigentlich der geschützteste Platz der Welt. Und das ist heute der gefährlichste Ort, wo Millionen kleiner Embryonen und Babys herausgerissen werden, abgetrieben und getötet werden. Also wir sehen, der Mensch ist gesegnet durch die medizinischen Kenntnisse, aber er missbraucht es auch für schreckliche Dinge. Wie ja Gott gesagt hat damals beim Sündenfall, jetzt erkennt der Mensch Gutes und Böses wie wir, wie Gott. Und wir wissen heute, was gut und böse ist, nur wir können das Böse nicht dominieren, nicht kontrollieren. So wie zum Beispiel, als der Mensch seinen großen Traum verwirklicht hat zum Fliegen, das erste, was er dann von da oben runtergeworfen hat, es waren Bomben oder die Atomenergie, eine gewaltige Energiequelle. Was wird gemacht? Atombomben. Und wir sehen, der Mensch kann das Böse nicht dominieren, und das ist sehr gefährlich, und unsere Welt wird immer gefährlicher. Wir sehen auch, die Bibel spricht auch von der Dekadenz in den Gemeinden, dass sich die Leute Lehrer aufhäufen werden, die das predigen, was in den Ohren juckt, was angenehm ist, was positiv ist, und wir nennen das geschminkte Gemeinden. Das merkt man auch an der ganzen Musik. Und was für einen großen Teil die Musik ausmacht im Gottesdienst. Viel Musik und wenig Wort Gottes. Geschminkte Gemeinden, viele Irrlehren. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass es immer noch Gemeinde Jesu gibt. Der Herr Jesus hat ja gesagt, siehe, ich will meine Gemeinde bauen. Aber wir sehen diese speziellen Zeichen der Endzeit. In Römer 1,18 lesen wir, denn es wird Gottes Zorn offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Unrecht niederdrücken oder niederhalten, ganz bewusst manipulieren. Und deswegen wird der Zorn Gottes vom Himmel offenbart. Jetzt schauen wir uns kurz die Zeit an vor dem Zorn Gottes. Warum kommt der Zorn Gottes? In Römer 1, 19 bis 20 lesen wir, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, sind ganz klar oder ganz deutlich seit der Schöpfung der Welt, seit der Erschaffung der Welt, durch Betrachtung seiner Werke erkennbar.
damit sie ohne Entschuldigung seien. Also hier heißt, kein Mensch hat eine Entschuldigung, kein Wissenschaftler, kein Biologe, niemand. Die Schöpfung, das ewige Evangelium ist ganz klar und weist auf diesen allmächtigen, genialen, wunderbaren Gott hin. Was geschieht vor dem Zorn Gottes? In Römer 1, 21 heißt, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken, in ihren rein menschlichen Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Also ein ganz ernstes Wort, auch in Bezug auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen, auf die Forschung. Wenn wir da nicht mit Gott rechnen und Gott diese Ehre geben und Dank darbringen, dann geht's in die Finsternis. Und wir sehen das auch heute. Also Gott möchte eigentlich nur, dass er verehrt wird und dass ihm Dank dargebracht wird. Denn er ist ja der Schöpfer. Und in seiner Liebe hat er uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Aber Gott reagiert dann. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. In Römer 1, 24. Gott hat sie dahin gegeben, ausgeliefert. Dann in Römer 1, 26, 27 die Wiederholung. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Umgang mit dem Widernatürlichen und ihre Männer machten es genauso. Hier spricht die Bibel von Homosexualität als Gericht Gottes. Dass der Mensch einfach dahingegeben wird und dann in seiner Lust, in seinen Instinkten auf die Stufe des Tieres herabrutscht. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Ganz klare Aussagen im Neuen Testament, in diesem gewaltigen Brief vom Apostel Paulus, das ja auch zum Fundament des christlichen Glaubens gehört. Und wir sehen heute die Auswirkungen. Wir haben heute eine regelrechte Epidemie von BISD. Da geht es um die sexuelle Identifikation des Körpers und da geht es um eine Störung von diesem Gleichgewicht, von dieser sexuellen Identifikation mit dem Körper. Oder SSAS, da geht es um eine Störung, dass man zum eigenen Geschlecht hin angezogen wird. Auch das ist eine Störung, SSAS. Und die große Frage ist, wer bestimmt heute, was normal ist, was ist krankhaft und was ist gefährlich? Wer bestimmt was und wie? Das ist die große Frage und die ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft, für unsere moderne Welt. Ohne die Informationen, die Gott uns in der Bibel aufzeigt, interpretieren wir alles falsch. Wir sind dann im rein menschlichen Denken eingegrenzt und gefangen. Und wir kommen da ganz schön in Schleudern und durcheinander. Denken wir an den Schotten Nick O'Halloran. Er will sein rechtes, gesundes Bein amputieren lassen. Das ist eine Störung in Bezug auf die Integrität und Identifikation des eigenen Körpers. Er empfindet sein rechtes Bein als einen Fremdkörper, absoluter Fremdkörper. Er hat sich schon schreckliche Dinge eingespritzt. Einmal ging er in ein anderes Land, hat $10.000 bezahlt, das Geld wurde ihm dann gestohlen. Und er will auf jeden Fall sein rechtes Bein loswerden. Was sagen wir dazu? Ja, lass ihn doch machen. Oder wir sagen, nein, das ist absolut gestört. Wir müssen dem Mann irgendwie helfen. Oder denken wir an Anorexie, an Magersucht oder Bulimie, Essstörungen, anormale, gestörte Wahrnehmung. Leute, die kurz vor dem Tod stehen, weil sie so abgemagert sind, nur noch Haut und Knochen und sich im Spiegel immer noch als dick sehen. Absolut gestörte Wahrnehmung und die Eltern können nichts machen. Und viele Jugendliche sterben dann einfach. Absolut gestört. Soll man sie das ausleben lassen, in Ruhe lassen? Ist das ihr Persönlichkeitsrecht? Wo ist da unsere Barmherzigkeit, unsere Hilfe? Ja, dass wir dem anderen helfen wollen in einer großen Not.
Und wir sehen heute, diese Vision von Daniel, die ging ja durch die verschiedenen großen Weltreiche wie Babylon, Medo-Persen, Persien, Griechenland und Rom und auch das Rom der Endzeit, das heutige Europa. Und wir sehen, dass das Material immer minderwertiger wird. Von Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Eisen und Ton. Und wir merken auch, dass unsere so gelobte Demokratie als das Höchste unserer Errungenschaften und Erkenntnisse, dass die Demokratie ohne Gottesfurcht immer mehr zum Fluch wird. Warum? Weil ein Volk ohne Gott gottlose Dinge tun wird und gottlose Dinge wählen wird und gottlose Dinge wollen wird. Und das ist genau die Situation auch von uns heute im Westen. Immer mehr Dekadenz, immer mehr Perversität, immer mehr Sünden werden salonfähig eingestuft. Was sehen wir? Ohne Zweifel eine harte Nuss. Denken wir an die ganze Gender-Ideologie. Eine der führenden Persönlichkeiten ist Judith Butler. Was mich natürlich besonders traurig macht, ist, dass Judith Butler jüdisch ist, die eigentlich den Willen Gottes gut kennen müsste. Und da geht es ja nicht nur um eine Ehe für alle, sondern da geht es, dass Familie und Verwandtschaft völlig aufgelöst wird. Also nicht nur Mann mit Mann, Frau mit Frau, sondern auch ein Mann mit zwei Frauen mit einem Mann. Bald, wir werden sehen, wird auch Pädophilie, wird gekämpft, dass Pädophilie freigegeben wird oder Sex mit Haustieren, wenn die Liebe zu Haustieren zu weit geht und so weiter. Alles wird heute schon diskutiert. Sogar in Schweden gab es mal einen Vorstoß in Bezug auf Sex mit Toten, Nekrophilie. Und wir merken, es ist nicht mehr aufzuhalten. Genauso wie es in 1. Mose 11, 6 steht, wo Gott selber sagt, jetzt gibt es keine Restriktionen mehr, keine Hemmnisse mehr, keine Bremsen mehr, wegen all dem, was sie geplant haben. Diese gottlose Menschheit beim Turmbau zu Babel wurde nur noch gebremst, indem Gott sie zerteilt hat durch diese vielen Sprachen. Und es ist interessant, wir merken einen gewissen Druck, einen Vorstoß heute gegen diese christlich-jüdischen Werte, die ja eigentlich unsere Zivilisationen hochgebracht haben, ohne Zweifel. Denn es ist ein gewaltiges Privileg, diese christliche Weltanschauung, frei von Geisterfurcht, frei von Götzendienst, einfach diesem Schöpfer Ehre und Dank zu geben. Wir lesen in Daniel 7, 25 und Offenbarung 13, 5 folgendes. Er wird den Höchsten lästern, hier geht es um den Antichrist, und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also wir merken diesen Vorstoß, dass Zeiten und Gesetze geändert werden. Da hier geht es um das Gesetz Gottes, um seine Ordnungen, um die Schöpfungsordnungen. Und wir merken, wie das heute immer öffentlicher wird. So heißt in Jesaja 3,9, der Ausdruck ihres Gesichts zeugt gegen sie. Und wie Sodom zeigen sie ihre Sünde öffentlich und verstecken sie nicht mehr. Wehe ihrer Seele, denn sie tun sich selbst Schlimmes an. In Englisch heißt das, they parade their sin. Sie werden mit ihrer Sünde auf der Straße Umzüge machen. Und das sind genau die Gay Parades, die wir heute haben. In Deutschland, in der Schweiz und sogar in Jerusalem und in Tel Aviv. Also sie zeigen das öffentlich. Und das ist ein Ding erst der letzten Jahre. Dieser Karneval der Perversitäten. Da geht es ja schrecklich zu, wo Gott wirklich ins Gesicht geschlagen wird und das Christentum verhöhnt wird. Und die Bibel sagt, was nützt der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er seine Freiheiten auslebt und doch seine Seele verliert. Wir haben das ja gerade gelesen in Jesaja, was Gott dazu sagt. Wehe ihrer Seele, denn sie tun sich selbst Schlimmes an. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers. Genau das ist heute. Das Zentrum ist nicht mehr Gott. Das Zentrum ist der Mensch. Dass der Mensch glücklich wird, ist und befriedigt wird. Und der Klimax von dieser Entwicklung wird die eigentliche Anbetung des Menschen sein anstelle von Gott. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden.
und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Abbild vom vergänglichen Menschen verwandelt und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Wenn ich an die ganze Evolutionstheorie denke, mit den ganzen Fossilen und so weiter, wie das dann ausgelegt wird, ja, alles Millionen, Milliarden Jahre, und eben, dass der Mensch auf das Podium gestellt wird. Da heißt es ja, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Abbild vom vergänglichen Menschen verwandelt. Darum geht's, wenn dann der Antichrist in dieser sogenannten großen Trübsal als Gott angebetet wird und sich sogar in den wiedererbauten Tempel in Jerusalem setzen wird. Das haben wir ja schon ausführlich in einem anderen Teil unseres prophetischen Nussknackers behandelt. Und wir können einfach sagen, ohne Gott ist das ganze Leben ein großer Betrug. Diese wenig Jahre Sünde auszuleben und dafür die Errettung aufs Spiel zu setzen, das lohnt sich nicht. Am Anfang ist man zu jung, dann zu verliebt, dann zu besorgt, dann zu beschäftigt, dann zu alt und dann ist es zu spät. Und dann ist unser Leben vorbeigerast, ja, wie einer der schnellsten Züge der Welt. Und dann ist es zu spät und es geht in die ewige Finsternis und Verlorenheit. Was sehen wir? Also wir sind immer noch bei unserer harten Nuss. Wir sehen regelrechte Paradigmawechsel und Brecher, und zwar ganz gewaltig. Wir sehen hier eine Versammlung, ein Gruppenfoto mit den Ehefrauen der Staatsführer des NATO-Gipfels in Brüssel, Belgien. Das war im Mai 2017. Hier stehen einige Ehefrauen der Staatsführer, zum Beispiel von Frankreich, Türkei, Slowenien, US-Amerika, Belgien, Island, Norwegen, Bulgarien und Belgien. Und links hinten steht ein Mann als Ehefrau vom Regierungschef von Luxemburg, Xavier Bettel. Und wir merken, das ist ein gewaltiger Bruch in unserer modernen Zeit. Als sich ein Mann zu diesen Frauen stellt, das ist eigentlich schockierend und das ist besorgniserregend, ohne Zweifel. Denn die Bibel sagt ja, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, sie haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet und im Finstern zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Wenn die Fundamente umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Und ohne Zweifel, wenn es um Mann und Frau geht und wenn das aufgelöst wird, da werden Fundamente zerbrochen, zerstört, die ja zum Teil sogar die absolut heidnischen Völker einhalten, diese Ordnungen zwischen Mann und Frau. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gesetzlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Er wird Blitze regnen lassen auf die Gesetzlosen, Feuer und Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein. Denn gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er, sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Hilf, Herr! Die Heiligen haben abgenommen und der Gläubigen sind wenig unter den Menschenkindern. Das ist genau das, was auch die Christen in Deutschland sagen und in der Schweiz. Sie seufzen, genau wie in Hesekiel 9,4, kurz vor dem Gericht Gottes, der Zerstörung Jerusalems. Da heißt dann, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirnen der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und diese Leute wurden dann in besonderer Weise bewahrt vor dem Gericht Gottes. Die haben gejammert und geseufzt über die ganze Gottlosigkeiten, über die Ungerechtigkeiten, über die Perversionen, über den Götzendienst und all die Dinge, wo Gott ins Gesicht geschlagen wurde und seine Heiligkeit strapaziert wurde. Als Jesus in Bezug auf die Scheidung angesprochen wurde, in Matthäus 19, 4 und 6, da antwortete er folgendes, habt ihr nicht gelesen, dass Gott die Menschen von Anfang an, da geht es ja um Bereshit, Haba, Ha-Elohim, dass Gott am Anfang alles geschaffen hat, ja, das ist der Anfang von 1. Mose, dass von Anfang an Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er hat keine Autorität, das zu verändern.
Und wenn er das tut, wird das den Zorn Gottes über die Menschen bringen. Und auch die Chromosomen lügen nicht. Unsere Chromosomen, da gibt es nur Mann und Frau. Und er sagt, ich wiederhole es nochmal, habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden eine Einheit sein. Diese Einheit gibt es nur für Mann und Frau. Und seien wir einmal ehrlich, wenn uns irgendwo ein Stecker fehlt an einem Kabel und wir gehen dann ins Elektrogeschäft für unser Verlängerungskabel oder ein Lautsprecherkabel und wir sagen dem Mann dann, du, ich brauche unbedingt das eine Teil von meinem Kabel, diesen Stecker, der kaputt gegangen ist, dann wird uns der Verkäufer Folgendes fragen. Ist es ein weiblicher Stecker oder ein männlicher Stecker? Und wenn wir dann sagen, du, ich weiß das nicht ganz genau, haben Sie nicht irgendwas Neutrales, was für beides funktioniert, dann wird er sagen, dann funktioniert es nicht. Und so ist das eben. Die Frage ist auch, geht die Gnadenzeit zu Ende? Geht die Gnadenzeit zu Ende? Denn am Ende der Zeit wird Israel aus den Gräbern herausgeholt. Aus diesen gerichtsreifen Ländern. Gerichtsreife Welt. Eine Welt reif für das Gericht Gottes. Und das ist der Warnruf, wo wir als Christen aufstehen müssen. Koste es, was es wolle. Und die Bibel hat Folgendes prophezeit. Der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3,1 dass schwere Zeiten kommen werden. Dieses Chairoi Kalepoi, Kalepoi in Griechisch, das bedeutet schlimme Zeiten, gräuliche Zeiten, schwierige, notvolle, harte, gefahrvolle, gefährliche Zeiten. Das ist nur verglichen mit dem Angriff eines Raubtieres. So ein Tiger, der in Indien einen Mensch anfällt. Das ist dieses Wort Kalepoi, Chairoi. Gefährliche Zeiten. Und es ist interessant, bei dieser Aufstellung, wovor die Deutschen am meisten Angst haben, da geht es um Flüchtlinge, um Terror und Extremismus, Klimawandel, teures Wohnen, Politiker, denen man nicht mehr traut, Pflegefall im Alter, teures Leben und die Steuern, Donald Trump, Coronavirus, Kriminalität und Schadstoffe in der Nahrung. Interessant, dass da Gott überhaupt nicht vorkommt. Gott, christliche Werte, dass Europa zurückkehrt zum Christentum. Das ist natürlich schon symptomatisch. Dieses Leben ohne Angst und das Leben ohne Gott. Aber wir machen weiter bei diesem Thema in Bezug, warum werden die Nationen Gräber genannt? Wir haben hier ein Schild, ein Hinweis, am Südende des Toten Meeres, wo es den Berg Sodom gibt. Denn dort am Süden, hier ein Satellitenfoto, vom Südende des Toten Meeres, dort befanden sich die Städte Sodom und Gomorra und einige andere, die ja weltweit berühmt wurden, eben durch ihre sexuelle Perversion. Diese Geschichte in Bezug auf Lot. Interessant ist auch, dass das Tote Meer der tiefste Punkt der Erde ist, ohne Leben, ohne Fische, ohne Wasserpflanzen. Das ist eine direkte Illustration Gottes, die sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Da, wo damals Feuer vom Himmel gefallen ist über diese perversen, gottlosen Städte, da ist heute alles tot. Und es ist der tiefste Punkt der Erde. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also der Jordanfluss, der schon beim See von Galiläa 200 und noch was Meter unter dem Meeresspiegel liegt, der Jordan kann geht dann immer weiter runter bis ins Tote Meer und kann natürlich keine 400 Meter hochsteigen, hochfließen bis ins Mittelmeer oder ins Rote Meer. Das geht ja nicht. Also das Tote Meer ist eine Sackgasse ohne Ausgang. Eine klare Warnung an die Welt von heute. Der tiefste Punkt und ein toter Punkt. Und im Psalm 107, 33 bis 34 lesen wir, Lot schaute sich um und sah, dass es in der Jordanebene, auch Sittimtal genannt, reichlich Wasser gab. Bevor der Herr nämlich Sodom und Gomorra zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoar hin wie der Garten Gottes, bewässert wie der Garten Gottes.
Das steht in 1. Mose 13, 10. Und in unserem Psalm 107, 33 bis 34 heißt, er trocknete Bäche aus und ließ Wasserquellen versiegen, sodass ein fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, um der Bosheit derer willen, die darin wohnten. Und dieses Zittimtal heute, das Tote Meer, ist eine warnende Illustration vom Wirken Gottes, vom Gerichtswirken Gottes in Zeit und Raum, wo Gott diese Städte zerstört hat. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Todes Meer. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Das ist wunderbar. Und denken wir auch, dass Jesus zwei Jahrtausende später, immer noch von diesem Ort geredet hat. Und hat gesagt, erinnert euch an die Frau von Lot, an Lots Frau. Also Jesus sagt, dass diese Geschichte real war. Er sagt, wir können dieser Geschichte glauben, die ist tatsächlich passiert. Und diese Frau, die ja mit ihrem Mann und den zwei Töchtern augenscheinlich geflüchtet ist und Gott gehorcht hat, hat dann das Einzige gemacht, was Gott verboten hatte. Sie hat sich umgedreht. Denn es heißt ja, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Sie konnte sich nicht loslösen. Sie war nur ein Mitläufer. Und das ist ja auch die Warnung an viele von uns heute, an diese christlichen Mitläufer, die jetzt politisch korrekt sein wollen, die dem Druck von der Welt nachgeben, diesem gottlosen Druck. Und die Aussagen Gottes sind ganz klar. Eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn der Herr, dein Gott, verabscheut jeden, der so etwas tut. Diese Vermischung. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie bei man bei einer Frau liegt. Das ist ein Gräuel. Ganz klare Aussagen. Oder auch hier aus Offenbarung 22, 15. Wir haben oben die englische jüdische Bibel, die Übersetzung, die es etwas klarer ausdrückt. Da heißt es hier doch, die Hunde müssen draußen bleiben. Die jüdische Übersetzung übersetzt, dass die Homosexuellen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben. Alle Mörder und Götzenanbeter, ja überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun und dann sich sogar noch rechtfertigen lassen und sogar von heute immer gottloseren Regierungen absegnen lassen. Aber das hat die Bibel für die Endzeit prophezeit. Wisst ihr nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht, Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben, das sind die Verweiblichten, und Knabenschänder, Homosexuelle, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und jetzt geht's weiter. Paulus gibt Hoffnung und das sind einige von euch gewesen. Ja, in diesem dekadenten Korinth, dieser Hafenstadt mit viel Prostitution. Und das sind einige von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden, haltet euch fern von sexuellen Sünden. Und es ist ja jetzt so, es wurde schon zum roten Tuch, wenn man irgendwie davon spricht, Homosexuellen zu helfen oder sie eventuell zu korrigieren. Es gibt jetzt sogar Bestrebungen von der deutschen Regierung, dass das strafbar sein soll. Auf diesen Punkt sind wir jetzt gekommen. Also sogar, wenn ein Ungepolter normal werden will, ich sage es einfach mal so, dann wird man dem jetzt sagen, nein, das ist absolut falsch, leb das jetzt aus, auch wenn du öffentlich Zweifel hast über deinem Lebensstil, mach das einfach, das ist richtig so. Man darf ihm nicht mehr sagen, du, das könnte falsch sein. Also wo sind wir hingekommen? Aber die Bibel spricht ganz klar, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ein Neuanfang. Siehe, ich mache alles neu. Und es gilt für alle Gebiete unseres Lebens. Denn es geht ja hier in der ganzen Liste auch von Paulus nicht nur um sexuelle Sünden, wir haben das ja
gerade gelesen, es geht um alle möglichen gottlosen Tendenzen. Das ist ein ganzer Katalog und wir brauchen Jesus und diese Neugeburt. Aber die Bibel spricht sehr klar über dieses Thema. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigenen Behausungen verlassen haben, diese Geschichte steht in 1. Mose 6, dass Engel vom Himmel herunterkamen und haben sich mit menschlichen Frauen vermischt, wie Mutanten. Es gibt ja einige interessante Filme über diese gefallenen Engel. Hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, wie diese Engel, maßloser sexueller Unmoral ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein warnendes Beispiel dienen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Bei den Engeln bedeutete anderes Fleisch Menschen. Und bei Sodom bedeutete anderes Fleisch Männer. Das sind klare Aussagen im Neuen Testament. Judas, fast am Ende des Neuen Testaments, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und in 2. Petrus 2, 4 bis 14 ist ein bisschen ein längerer Text, aber wir wollen ihn trotzdem lesen. Ich gebrauche dazu hier die Bibel in 2. Petrus 2, 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, auch für die moderne Welt von heute, als warnendes Beispiel. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalten verachten, verwegen und frech, wie sie sind. Fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tag für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluches. Das sind schon schreckliche Worte. Das steht im Neuen Testament. Das hat zumindest früher die westliche Welt noch geprägt, als vieles strafbar war. Und heute sagt man einfach, ja, das sind die Umstände, das ist die Vergangenheit, das ist negatives Selbst. Wertgefühl, die anderen, die Gefühle, die Traumas, die Gene, die Geburt, Psychosen, Missbrauch, Unterbewusstsein. Und die Bibel sagt eben, wir sind auf keinen Fall Sklaven unserer Gene, unserer Vererbung. Die Bibel sagt, das ist keine Entschuldigung. Es gibt sogar Wissenschaftler, die ja den Menschen studieren, die sagen, so wichtig wie unsere Gene sind unsere Entscheidungen. Unsere Entscheidungen. Und Jesus sagt, ja, wenn ihr meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei.
Der himmlische Töpfer formt die göttliche Genetik in unserem Leben aus. Wir sind nicht mehr Gefangene unserer Gene, Triebe und natürlicher Veranlagungen, dem väterlichen Erbe. Und das heißt gute Botschaft, frohe Botschaft. Der Mensch ist kein Tier. Dass der Mensch sich selbst im Griff hat und nicht den Instinkten ausgeliefert ist, das ist der Beweis, dass wir im Bild Gottes geschaffen wurden. Wir sehen hier zum Beispiel ein Militärtraining, wie Soldaten sich aus einem Hubschrauber abseilen. Da heißt es natürlich schon deftig, die Angst zu überwinden, ja, wenn man abspringen muss oder sich abseilen muss. Und wir wissen auch, dass Soldaten ja trainiert werden, im Notfall zur Verteidigung ihres Vaterlandes ihr Leben zu opfern. Das steht dann über der Familie, über den sexuellen Bedürfnissen, über all unseren Interessen steht plötzlich eine höhere Priorität, weil der Mensch kein Tier ist. Genauso ist es auch bei Feuerwehrleuten, die ja auch öfters umkommen, wenn sie versuchen, Gebäude zu löschen oder noch Menschen herauszuretten. Oder wenn sich bei einem Waldbrand und wenn da gelöscht wird, der Wind sich plötzlich dreht, immer wieder sterben Feuerwehrleute. Sie setzen ihr Leben ein. Oder Lebensretter. Wenn jemand am Ertrinken ist und die Lebensretter diesen Ertrinkenden retten wollen, wissen wir, dass das hochgefährlich ist. Wenn sich dieser Mann in seiner Panik, in diesem schon fast Todeskampf, sich an den Lebensretter anklammert, dann können beide ertrinken. Man muss das gut geübt haben, wie man genau einen Ertrinkenden retten kann. Da setzt man wirklich sein Leben aufs Spiel. Und das kann der Mensch. Es gibt sogar Leute, die im Hungerstreik gestorben sind. Da Mahatma Gandhi ist zwar nicht gestorben, aber er hat alles andere über dieses große Ziel gesetzt, für den sogenannten Frieden. Es gab Leute, auch Terroristen im Gefängnis, die ja dann nach 62, 65 Tagen der Nahrungsverweigerung dann wirklich gestorben sind. Sie haben ihr ganzes Leben für dieses Ziel eingesetzt. Oder denken wir an Selbstmörder, an diese Bomben, Selbstmordbombenleger, die mit ihrem Gürtel da sich in eine Menschenmenge infiltrieren und sich dann in die Luft sprengen für dieses Ziel, den Islam auszubreiten und diese dekadenten westlichen Leute umzubringen. Wir sehen, der Mensch ist kein Tier. Er kann plötzlich etwas über alles andere setzen. Und heute sagt man nein. Wenn du so geboren wirst, dann musst du das so ausleben. Das ist doch absoluter Wahnsinn und gottlos. Also, er wird die Gräber auftun und wird sie dort herausholen. Die Nationen werden Gräber genannt und das ist alles andere als gut, dieses Zeichen Sodoms. Interessanterweise heißt es auch, wenn in der Mitte der sieben apokalyptischen Jahre der Antichrist die beiden Zeugen umbringen wird, wir lesen das in Offenbarung 11, 7 bis 8, an anderer Stelle unseres prophetischen Nussknackers haben wir schon davon geredet, da wird Jerusalem, die Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, die wird als Sodom und Ägypten bezeichnet. Das hört sich gar nicht gut an. Sodom und Ägypten, also wirklich gottlos. Aber wir wissen, dass Gott alle Hebel in Bewegung setzen wird, um Israel zu einer echten Buße zu bringen. Einer Umkehr von ihren Sünden, von diesen falschen Dingen, von Sodom und Ägypten. Das ist Gottes Ziel. Deswegen heißt es ja auch im Psalm 60,5, du gabst denen, die dich fürchten, ein Siegeszeichen, damit sie es aus Liebe zur Wahrheit hochhalten. Und das müssen wir als Christen heute tun. Wir sind gefordert, in dieser Endzeit, in dieser schwierigen, gefährlichen, schlimmen Zeit, wirklich uns zusammen, dass wir zusammenstehen und gemeinsam diese göttliche Wahrheit hochhalten und auch eine warnende Stimme erheben gegen all diese gottlosen und falsche Dinge, die sich heute breit machen. Und um abzuschließen mit Daniel 11, 32, da heißt es ja, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark und aktiv. Und dazu soll auch unser prophetischer Nussknacker dienen, dass wir Gottes Wort besser kennenlernen, dass wir Gott besser kennenlernen,
dass das unsere geistlichen Muskeln stärkt, wie ein geistliches Fitnesstraining, und dass wir dann auch dementsprechende Aktionen starten und dementsprechend auch entscheiden und reagieren.